Herzlich willkommen beim Mediale Energetiktreff. Ich bin Oliver Ereni aus dem wundervollen Linz und ich habe heute eine spannende Meditation mit dem Gepäck. Und zwar geht es heute um das Zwerchfell bzw. auch dem Solarplexus und dann noch in weiterer Folge die emotionalen Formen, die sich da so ansammeln. Du kannst dir deinen Solarplexus, der hängt da so Magenhöhe circa, ja, und Zwerchfellhöhe. Also du kannst dir das so vorstellen, das ist ja das Zentrum, ich und die anderen ist da das Thema. Das heißt, das bist du und dein Umfeld und auch alle Emotionen, die du anderen Menschen gegenüber hast. Und mit Emotionen, das umfasst sowohl die romantische Liebe, als auch die Wut, den Ärger. Also alles, was wir so im Umfeld eigentlich an Gefühlen entwickeln, spielt sich auch so im Solarplexus ab. Ja. Gibt ja auch das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen. Und wir werfen aber heute eben auf den Bereich Zwerchfell so unser besonderes Augenmerk. Weil ich einfach merke, dass viele Leute, wenn die in Stress kommen, erstens einmal nicht mehr gut runteratmen, weil sich das verspannt permanent und dann einfach allein schon durch diese Blockade gar nicht mehr so fähig sind, in diese Kraft zu kommen. Deshalb werden wir heute im Zwerchfell ausmisten, die emotionalen Formen da ausmisten und schauen, dass wir da wieder einen Freiraum kriegen. Aber wir haben jetzt ganz viele Analogien, also nochmal, Solarplexus-Chakra, und dadurch die Farbe Gold, Gelb. Dann haben wir das Thema Ich und die anderen. Dann haben wir das Thema Emotionen. Und dann haben wir so auf der körperlichen Ebene das Zwerchfell auch noch dabei. Also das ist heute so ein Gesamtpaket. Und da werden wir heute mal einfach mal schauen, wie es uns da geht. Und zu Beginn dieser Übung lade ich dich jetzt mal ein, dass du dich mal entspannt hinsetzt und mal so tief einatmest, wie möglich, bis du wirklich anstehst. Beim Zwerchfell und nochmal tief einatmen. Und einfach mal, dass du spürst, dieses Zwerchfell, dann wieder ausatmest. Und jetzt merk dir einfach mal so dieses Gefühl, damit du dann nach dieser Meditation auch einen Vergleich hast, ob sich da vielleicht was verändert hat. Gut. Dann lass uns gleich beginnen. Schließ mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus. Tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und während du an dieser Meditation teilnimmst, kannst du dir schon vorstellen, dass eine riesige Putzkolonne bei dir im Körper arbeitet. Vor allem jetzt auch im Zwerchfell. Da wird abgestaubt und gestaubsaugt und gewischt. Und alle Verunreinigungen werden aus deinem System entfernt. Und das passiert, während du dieser Meditation lauscht. Und du verbindest dich jetzt ganz bewusst mit deinem höchsten Licht, deiner Intuition, deinem göttlichen höheren Selbst. Und erlaubst dir mal, dass dieses göttliche höhere Selbst jetzt von hinten an dich herantritt und das goldene Licht über deinen Rücken fließt, deine Schultern,
bis hinunter zu deinem Becken, bis zu deinen Füßen, bis du nun in deinem Rücken von goldenem Licht eingehüllt. Und dieses Licht ist das Licht von deinem höheren Selbst, von deiner Intuition. Und diese Intuition, diese Führung kannst du jetzt dazu verwenden, genau die Stellen bei deinem Zwerchfell aufzufinden, die vielleicht mehr Klarheit, mehr Reinigung, mehr Liebe benötigen, mehr Klärung, mehr Entspannung. Und das allererste, was ganz früh dein Zwerchfell verspannt, das sind so Schamgefühle, die du übernimmst, dass du dich für etwas schämst. Und das ist so eine erste Verspannungsebene. Und nun wird ganz sanft dieses Schamgefühl und die damit vorhandenen Verspannungen, die werden da jetzt bearbeitet und gelöst. Dein Zwerchfell spannt sich im Prinzip so beim Rippenbogen hinüber, es ist ein Muskelgewebe. Und alle Anspannungen deines Zwerchfells, die jetzt aus Schamgefühlen kommen, dürfen sich lösen. Und du spürst, wie du innerlich friedlicher wirst und wie sich dein Zwerchfell mehr und mehr entspannt. Und in der nächsten Ebene wird nun Stress aus deinem Zwerchfell gelöst, der durch andere Leute verursacht wurde. Durch dein Umfeld, vielleicht deine Familie oder Freunde oder Beziehungen. Es wird jetzt dieser Stress aus dem Zwerchfell gelöst, der durch andere entstanden ist. Und du kannst dir jetzt mal dein Zwerchfell vor deinem geistigen Auge wie eine große goldene Fläche vorstellen oder einen goldenen Teppich. Und über diesem Teppich schweben emotionale Formen. Und diese emotionalen Formen sind teilweise frei und beeinträchtigen diese goldene Oberfläche nicht. Und manche Formen haben sich aber in diese goldene Fläche hineingebohrt oder reingefressen oder verankert. Und genau um diese emotionalen Formen geht es jetzt.
sämtliche emotionalen Formen, die sich in dein Zwerchfell verankert haben, werden nun gelöst und gereinigt. Und dein Zwerchfell wird so immer mehr und mehr freier und heiler. Und aus dieser goldenen Oberfläche, deinem Zwerchfell, lösen sich jetzt auch alle Manipulationsenergien, alle Vorstellungen, die von außen übernommen wurden. Alles, was dich in deinem Freiraum einschränkt. Atme tief ein und wieder aus und nimm wahr, wie sich eine dieser Emotionsformen nach der anderen aus deinem Zwerchfell löst, aus deinem Solarplexus löst. Und so sämtlichen Stress aus diesem Muskelgewebe wird jetzt gelöst. Der ganze Stress löst sich jetzt aus deinem Zwerchfell, deinem Muskelgewebe und auf der energetischen Ebene aus deinem Solarplexus. Und erlaube dir jetzt, dass ganz viel Ruhe in dein Zwerchfell fließt, also dort, wo sich diese Emotionalformen ablösen, fließt Frieden, Heilung und Zufriedenheit in dein Zwerchfell ein. Und du spürst, dass jeglicher Stress sich aus deinem Zwerchfell löst und nun geht es darum, Müdigkeit aus dem Zwerchfell und dem Solarplexus abzusaugen. Gespeicherte Müdigkeit wird jetzt aus dem Solarplexus und auch aus deinem Zwerchfell abgesaugt. Es ist wie ein dunkler Nebel, der dich jetzt verlässt. Du kannst dir das vorstellen, fast wie ein Staubsauger, wo wirklich alte, verbrauchte Energie abgesaugt wird.
Und während diese Müdigkeit abgesaugt wird, erwacht in deinem Zwerchfell, in der Mitte von deinem Solarplexus und in der Mitte dieses Muskelgewebes ein neues, helles Licht des Bewusstseins, des Freiraums und der Entfaltung. Und du spürst, wie sich dein Energiefeld ausdehnt, wie du selber wächst, über dich hinaus wächst, über deine alten, festgelegten Grenzen und Konventionen wächst du jetzt hinaus. Und du spürst eine ganz tiefe Erlösung in dir. Und nun werden auch benachbarte Organe deines Zwerchfells mitgereinigt. Deine Leber, der Magen, die Milz, die Bauchspeicheldrüse. Eine tiefe, tiefe Reinigung deines Systems findet statt. Du atmest tief ein und wieder aus. Und du kannst diese unendliche Freiheit jetzt mehr und mehr wahrnehmen. Und du spürst einen tiefen Frieden in dir. Erlaube dir jetzt, dich von diesem Freiraum in deinem Zwerchfell, deinem Solarplexus, dieser Freiheit inspirieren zu lassen. Erlaube dir, Verkettungen und Verstrickungen mit deinem Umfeld loszulassen, dass sich die lösen können und du völlig frei deinen eigenen individuellen Weg gehen kannst. Sämtliche einschränkenden Dogmen und Normen fallen ab. Und du spürst, dass du im Licht deiner ultimativen innersten Wahrheit bist.
Und dieses Licht inspiriert dich, ganz in dich selbst zu sinken, in deine Kraft. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich dein Solarplexus, dein Zwerchfell, und damit alle gespeicherten Emotionen reinigen und der alte Stress von dir abfällt. Entspanne dich und erlaube dir absolut in deine Mitte, in deine Heilung zu fließen. Erlaube dir diese Freiheit und diese Inspiration ganz für dich zu nutzen. Sodass du deine Möglichkeiten und deinen Rahmen absolut ausschöpfen kannst. Und dieses Licht und diese Entspannung und diese Freiheit leuchten auch runter bis zu deinem Wurzelchakra, zu deinen Füßen. Und fließt auch in die Erde ab. Du spürst die Erlösung und bedankst dich für dein Dasein. Atme tief ein und wieder aus.
Nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, dass das goldene Licht in deinem Solarplexus und dein Zwerchfell ist. Und dass sich das Licht deiner Intuition in ein tiefes, violettes Licht gewandelt hat, hinter dir in deinem Rücken. Und dass du mit diesem Licht ganz neue Quellen der Inspiration auftun kannst, weil deine Intuition und dein wahres Wesen nicht mehr an die Welt, ans Außen gebunden ist, ans Gaukelspiel der Welt. Sondern du kannst über deine Intuition und Inspiration ganz neue Bilder empfangen, die nicht mehr geprägt sind von deinem Umfeld oder von vorgegebenen Gedankenformen, Normen oder Regeln. Und du atmest jetzt noch mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass die tiefe Reinigung deines Zwerchfells jetzt fast abgeschlossen ist. Und wenn du möchtest, kannst du selbst einmal so nochmal so um den Rippenbogen fahren, dich berühren, im Zwerchfell, Solarplexus. Und spüre einfach nochmal die Energie, die dort ausgeht und die ausstrahlt von diesem Zentrum. Und zwar nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Und spüre die dunkelviolette Energie deiner Intuition. Und spüre, dass du absolut in deiner Mitte bist. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich bei deinen geistigen Helfern und Führern, mach dir nochmal bewusst, dass du jetzt frei bist von Manipulationen des Umfelds, von Gedankenformen des Umfelds, dass auch sämtliche Verdauungs- und Entgiftungsorgane von diesen Manipulationsfeldern gelöst wurden. Und du spürst, dass du jetzt in deinem Tempo ganz entspannt wieder ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurückkehren kannst, in dein Alltagsbewusstsein. Und du bedankst dich nochmal bei deinem höheren Selbst und kommst dann in deinem Tempo Schritt für Schritt ins Hier und Jetzt,
in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atmest nochmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch und öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und du kannst jetzt nochmal probieren, tief einzuatmen. Und du wirst merken, dass du jetzt tiefer runteratmen kannst, dass dein Zwerchfell, der Solarplexus, sich entspannt hat. Und du kannst diese Übung natürlich immer wieder machen. Und du wirst eben jetzt auch merken, dass du einfach klarer, ein bisschen abgegrenzter dadurch wirst, aber vor allem auch friedvoller. Und dass sich da auch gespeicherte Ängste lösen können, einfach durch das, dass die Atmung wieder tiefer reingehen kann, wirst du auch merken, dass du da ruhiger wirst. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, dann lass mir bitte einen Daumen hoch da oder abonniere noch besser den Kanal. Wenn du Vorschläge hast für andere Meditationen oder Reisen oder Inputs, die du gerne mal hören würdest, dann schreib sie mir in die Kommentare und ich nehme die natürlich gerne mal auf. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereny, Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit und bis nächstes Mal. Danke.